Ground Control. No. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Blindfort. Ja, heute machen wir was richtig Cooles, das, was ich eigentlich sehr mag, und zwar Design am Auto, beziehungsweise am Computer. Ja, wir werden heute den Toyota Supra, ein krasses Wildbody Kit, verbauen. Wir haben uns mit dem Jean-Pierre von JP Performance geeinigt, dass wir quasi den Vertrieb von den Teilen, was wir für ihn gebaut haben, übernehmen. Also ab sofort gibt es die Teile für den Toyota Supra, die kleinen Lippen, da gab es eine Frontspoilerlippe, Seitenschweller und Heckdiffusor. Als Basis haben wir uns für dieses Bild entschieden. Ja. Ich finde den eigentlich nicht schlecht, nur mir ist das Auto persönlich, im Gegensatz zum Vorgänger, etwas zu schmal geraten und zu kurz, so ein bisschen. Ja. So von der Form und so weiter finde ich nicht schlecht, nur der muss ein bisschen länger werden und etwas breiter. Jetzt schauen wir mal, was wir da draus zaubern würden. Und zwar, ich liebe jetzt den Effekt, ne? Was ich komisch finde, vielleicht ist das technisch gut, aber komisch, finde ich, hier zum Beispiel ist die Frontspoilerlippe. Und unter der Frontspoilerlippe geht die Stoßstange weiter. Das finde ich etwas optisch. Vielleicht hat das eine bestimmte Funktion. Ja. So sieht's aus. Check. Achtung. So wird das Ding aussehen. Oder würde so aussehen. Ja. Vielleicht könnt ihr hier als Kommentar schreiben, ob da überhaupt Interesse besteht, so ein Bodykit zu bauen für den Toyota Supra. Ob überhaupt der Markt in Deutschland dafür da ist. Ja, was haben wir hier gebaut? Ganz genau. Und zwar die dezente Verbreiterung, würde ich mal sagen. Ein paar kleine Cupwings, ja, so 4 Stück. Und die fette Frontspoilerlippe. Ja. An der Stoßstange haben wir nichts gemacht. Achtung, jetzt guck mal, wie sich das bewegt. Ja. Also die Stoßstange an sich, die Lufteinlässe und so weiter, ist gleich geblieben. Nur, wir haben das etwas, den Frontspoiler ein bisschen verändert und die Verbreiterung drauf getan. Ja. So, hier von der Seite, Mama Mia, das Auto sieht brutal aus. Natürlich für den Spoiler wird TÜV-technisch etwas schwer, ne? Aber heißt das nicht, dass das nicht machbar ist. Man muss dann mit dem TÜV abklären, wie weit wir da so einen Spoiler bauen könnten. Ja. Ja, und dann würden wir schauen. Apropos Konzepte, was haltet ihr davon, wenn wir hier, zum Beispiel bei YouTube, separat so eine Mitgliedschaft, heißt das so, Mitgliedschaft, kann man sagen, ne? Ja. Machen würden und da quasi die ganze Produktion, die Prozesse zeigen, ja, vom Modellbau, Formbau etc. und so weiter, also ein bisschen mehr detaillierter als bis jetzt, und die ganzen Konzepte, zum Beispiel wie dieses Video, würden wir da zeigen. Was haltet ihr davon? Schreibt vielleicht einen kurzen Kommentar. Ja, wir sind immer so neugierig, was ihr so denkt. Ja, ich stelle mir das sehr cool vor. Vielleicht kann ich auch live gehen. Ja, kann man da live gehen? Sascha? Ja. Das geht, ja. Können wir auch quatschen. Ne? So. Guck mal, wie gesagt, die Stoßstange ist alles 1:1 gleich geblieben. Wir haben da nichts verändert. Nur die großen Cupwings. Ja. Schwellertechnisch. Ne? Beziehungsweise erstmal die Verbreiterung. Also die wird ja draufgeklebt. Also im Prinzip ist das 1, 2, 3 teilig, muss die Verbreiterung werden vorne. Ja, dann die großen Schweller. Die sind so schön integriert hier, kann man vielleicht sehen. Und die Heckverbreiterung. Finde ich persönlich sehr schön. Ne? Oder wie gefällt es dir? Ja, auch dass das so eckig ist, finde ich gut. Ja, weil das Auto ist eigentlich rund. Ja. Aber manchmal, hier und da hat er schon eine Ecke. Ja, und deswegen haben wir so ein bisschen Combination gemacht. Tja, wir haben auch eine fette Limette für den Supra. Ja. Krass. Ja. Ich glaube, ich lasse mir das patentieren, fette Limette. Dann habe ich das. Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos, weil das richtig fett ist. Hier, guck mal hier von vorne zum Beispiel. Wenn man das von vorne sehen kann, ne? So einen schönen Lufteinlass,
Das sieht schon sehr, sehr, sehr brutal aus. Man könnte das von innen am Innenradkasten verblenden, quasi mit einer ABS-Platte. Oder man kann das so bauen und quasi somit auch die Hitze, die in dem Radlauf entsteht, das mehr nach außen raus katapultiert, würde ich mal so sagen. Ja? Auch hinten haben wir eine Luftanlasse dran gebaut. Man könnte wirklich so einen Kanal bauen, dass quasi die ganze Bremshitze, die in dem Radlauf auch hinten entsteht, nach draußen führt. Ja? Und natürlich auch für den Auspuff. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Deutscher den Auspuff hatte, ob der quer ist oder einfach nach vorne geht. Das weiß ich auch nicht, ne? Da weiß ich nicht. Ne? Muss mal gucken. Auf jeden Fall so, dass das Bodykit nicht nur einfach optisch und brutal ist, sondern einfach auch so ein bisschen technisch was kann. Ne? Weil Optik ist eine Geschichte und natürlich ein bisschen Technik eingebaut ist auch die zweite Geschichte. Und da ohne Spoiler. Und hier ist ohne Spoiler und ich finde den gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich sein soll. Ne. Oder? Manchmal geht in meinem Kopf so vieles vor und dann entsteht nicht sowas, weil das ist geil, gar keine Frage. Aber entsteht sowas. Mir fehlen die Wörter. Ja, also das ist brutal. Das sieht man nur hier, nirgends anders. Ja? Nein, das Gute ist, bei uns, wir zeichnen die Projekte so, dass wenn einer kommt und sagt, bau mir das, dann ist das baubar. Ja? Weil wir haben natürlich in der Vergangenheit auch viele Projekte von unseren Kunden bekommen. Ja? Da wir auch für andere Firmen manchmal Modellbau machen, manchmal die Produktion, manchmal nur Designs und so weiter. Und für manche machen wir nur die Grafik. Ja? Wenn wir das so zeichnen, das konnten wir so bauen. Ja? Nicht, dass das hier alles so oh, sieht super aus. Ich würde das Auto mit dem Computer ein bisschen in die Länge ziehen, in der Tiefe ziehen oder was weiß ich, keine Ahnung, ja, so verändern, dass ich sage, boah, geiles Auto, komplett anders wie original. Ja, aber im Prinzip muss man das Auto durch 800 Teile schneiden und dann wieder hier verkleben. Ja. Typisches Beispiel mit dem Golf 2. Ja, das war wirklich, der kann das gut, gar keine Frage. Der ist wirklich, der macht nicht schlecht und hat super Ideen. Ich glaube, dadurch, dass er nicht davon ausgeht, dass irgendeiner das Projekt baut, ja, macht er sich das Auto quasi zurecht. Ja, und bei uns ist das so, wenn wir was Geiles sehen, wir sind ja nicht anders wie Jean-Pierre, wir sagen, geil, bauen wir. Auf jeden Fall finde ich das schon fett. Auch im Rot. Gemacht und check. Eieieiei. Guck mal so, das ist eine Grafik, die ich kenne zurzeit, also wirklich zurzeit, ich persönlich, ich will jetzt nicht, mich nicht selber hier loben und sowas, aber ich kenne keine zweite Firma in Europa, die so cool die Projekte macht. Ja? Geschmack ist immer eine Geschmackssache, ja? Also wie das Design, ob das Widebody oder nicht Widebody, das Spoiler zu groß oder was auch immer, das ist eine Geschmackssache halt mal alles. Aber wie man das baut, zum Beispiel so ein Bild, ja? Man muss jetzt mal wirklich auf den Trichter kommen, und dass man so ein Bild baut. Ja? Ich finde das grafisch von den Kunden sehr, sehr, sehr schön, weil zum Beispiel, wenn man guckt, hier den Diffusor, ja, das kann man viel, viel, viel schöner sehen als auf dem schwarzen Teil. Ja. Hier sieht man nur die Hälfte von dem Diffusor, wie der verläuft, etc. Ja. Man sieht die Streben hier, die sind einfach nur zwei gerade Streben runter. Aber auf dem weißen Bild sieht man, die gehen schön unter dem Auto. Ja. Also, ja, da sieht man viel, 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 viel mehr. Und den Luftanlass zum Beispiel hier, der ist jetzt zu auf dem Bild. Ja. Man könnte quasi ein Gitter oder ein paar Streben oder so weiter. So weiter einbauen, das würde glaube ich auch noch machbar sein. Und optisch krass. Pah. Manche Projekte sind so schön, dass ich mich selber in dem Auto verliebe. Ja? Jesus, was ist das? Unglaublich. Also ich sag mal so, wenn irgendein Kunde so zu mir kommt, ne, mit so einem Auto, Respekt. Wirklich, wirklich, wirklich Respekt. Mich wundert nur, dass Toyota Supra sich wirklich so schlecht verkauft. Also wenn ich einen Toyota Supra irgendwo sehe, dann ist er vielleicht alle 6 Monate ein. Ich habe noch keinen gesehen. Ich habe letztens einen gesehen. Ich glaube, der kommt aus
hier Orsoy oder sowas, hier bei uns Rheinberger Raum, ich glaube blau, so hat er gezeigt, aus dem Fenster, habe auch so zurückgezeigt, ne? Vielleicht können wir es wirklich so bauen, dass wir uns so einen Toyota, vielleicht so einen Toyota-Partner suchen und mit dem das zusammenbauen. Ja, das wäre, glaube ich, die bessere, ne, Idee. Mhm. Ja, machen wir so eine Brutalski Edition. Also das ist, also meiner Meinung nach ist das einfach nur krank. Einfach nur krank. Das ist ein echtes kleines Rennauto. Sogar in der Farbe. Ich weiß gar nicht, welche Farbe schöner ist. Ich glaube aber schwarz. Das Problem ist, bei schwarz verliert sich alles. Ja? Ja. Nur sieht böse aus. Ja? Ich habe ein Bild, gleich werdet ihr von Hocker fallen, ja, wenn ich das Bild aufrufe. Weil das ist einfach nur. Auch die Folierung cool. Oh, und in Grau auch schön, ne? Mhm. Ja. Ich finde trotzdem immer noch schwarz die schönste Farbe. Ja? Hm. Ja, was also für allgemein für Autos. Autos sind schwarz. Okay. Ich habe so ein kleines Video vorbereitet. Guck mal. Kann das mal. Jesus. Auch solche Präsentationen zum Beispiel. Wir machen uns echt viel Gedanken für euch, wirklich. Wie wir unsere Produkte euch präsentieren. Wir lassen uns wirklich da was kosten. Ja? Also das macht nicht jede Firma, weil das. Um solche Videos auch zu machen, etc., da ist schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Ja? Und ich hoffe, ihr schätzt das und dass ihr so begeistert seid wie ich persönlich. Guck mal hier. Puh. Mama mia. Oh, der Scheiß. Guck mal, wie er aussieht. Der sieht aus wirklich wie ein Wal. Auch so dick. Ja. Wie ein Rennwal. Genau. Lass mir den Namen jetzt patentieren. Rennwal. Ja. Wenn das Bodykit rauskommt, nennen wir dann so. Ja. Rennwal. Ja. Warte, ich habe ein Bild, was jetzt kommt. Achtung. Klatsch. Oh mein Gott. Na komm Leute, das sieht doch nicht normal aus, oder? Das ist einfach nur brutal, brutal, brutal. Nochmal brutal. Sind die Rücklichter, sind die so, die Rückleuchten? Mhm. Naja. Ja. Hier haben wir noch so einen kleinen Spoiler drauf gemacht. Mir gefällt das nicht, weil wir unterstützen noch mehr diesen Entenarsch quasi, ja, was der Toyota schon sowieso hat. Das kann nicht so bleiben, wenn dann müssen wir uns was anderes einfallen. Also das ist nur so eine kleine Idee gewesen, falls irgendeiner so einen kleinen Spoiler nicht haben möchte. Kann der gerne so einen kleineren dafür haben. Das ist so die Light Street Version. Ja, und das ist hier zum Beispiel die Belzec Hardcore Edition. Ich finde auch entweder mit Theke oder ganz ohne. Ja, naja. Ich glaube, durch die Verbreiterungen, ja, was das Auto jetzt bekommen hat von uns, wirkt das nicht mehr so. Wirkt klein, ne? Das Problem ist, das Auto hat einen ganz kleinen Arsch. Ja. Wirkt sehr wie ein Ei, würde ich mal behaupten. Ja. Und dadurch, dass wir das Auto jetzt verbreitert haben, ist das nicht mehr so. Ja, da hat sich so, obwohl wir nichts an der Wölbung geändert haben, ja, wirkt das Auto dadurch, dass diese Fläche auch so jetzt um, ich schätze mal, 25 cm verbreitert worden ist, ja, wirkt das nicht mehr so ein rundes Ei. Hier mit den goldenen Felgen und der Spoiler ist ein bisschen anders. Ja. Gefällt mir nicht so wirklich. Haben wir noch so drauf gemacht. Sogar im Silber ist das Auto sehr, sehr schön. Mit goldenen Rädern. Ja, guck mal, die goldenen Felgen, ne? Ob das Auto silber ist oder schwarz ist, ist natürlich extrem, extrem auffällig. Ja? Man muss das mögen, weil viele sagen, ja, hier goldene Felgen, naja. Aber ich persönlich mag das. Ja, ich habe auch ein Rolls Royce, auch so goldene Felgen. Ja. Und ich finde, das sieht echt cool aus. Was haltet ihr von der Mitgliedschaft, die ich vorhin angesprochen habe? Ich glaube, manche wollen einfach nicht sehen oder das ist weniger interessant für die meisten, wie wir die Teile spachteln oder
oder Füllern oder Schleifen oder keine Ahnung was, ja. Ich habe gedacht, in dieser Mitgliedschaft, dass wir da quasi Videos machen von den Konzeptautos, von der Produktion, wie man modelliert, wie man Form baut, etc. Das würde ich euch auch so ein bisschen zeigen. Vielleicht können wir noch einen Livestream machen, dass ich mich über manche Videos unterhalte, Mitbewerber etc. Oder auch meine oder was auch immer. Es geht nicht darum, dass wir, beziehungsweise ich, mit den Videos hier Multimillionär werde, aber es geht nur einfach darum, dass das wirklich sehr viel Geld kostet. Ja? Das kostet nicht nur viel Geld, sondern einfach auch sehr viel an meine Zeit. Im Prinzip, wenn ich die Videos nicht drehen würde, würde ich irgendwelche Projekte machen, aber ich habe mich entschieden, euch an quasi mein Arbeitsleben teilhaben zu lassen und deswegen mache ich das. Es macht wirklich auch Spaß. Ja, ich finde, die letzten Monate sind auch richtig cool gewesen für mich. Ja, man merkt auch in dem Video, ob ich gut gelaunt bin oder nicht, finde ich. Ja. Manchmal gucke ich mir das Video und denke, ja, wird ein bisschen kaputter. Manchmal habe ich echt viel zu tun, sehr viel zu tun. Und dann kommt noch Sascha und sagt, wir müssen ein Video drehen. Ja. Ne? Und das ist echt, echt anstrengend manchmal. Aber was ich alles nicht für euch machen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer so einen coolen Pulli wie ich haben möchte, der kann gerne auf unsere Fashion-Seite gehen. Vielleicht hier unten noch, kann Sascha vielleicht den Link einblenden. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.